Ja, neben mir steht Wolfgang Karpenau aus Lohne, Geschäftsführer der Firma Fechter Motors UG mit Sitz in Goldenstedt. Herr Karpenau, Sie haben die Leidenschaft für Oldtimer und haben das zu Ihrem Beruf gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich schraube schon mein ganzes Leben. Früher hat man mit Fahrrad angefangen, dann mit Mofas und dann irgendwann mit den ersten Autos. Mhm. Haben Sie da einen bestimmten Schwerpunkt, eine Vorliebe für eine spezielle Marke? Ich habe mich fixiert auf Mercedes, aber andere Modelle ist auch kein Problem. Jetzt beschäftigt Sie ja ein Thema ganz Besonderes, und zwar die Elektromobilität. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das liegt daran, ich bringe jeden Morgen regelmäßig meine Tochter zur Schule und danach fahre ich immer zum Kaffee und trinke da meinen Kakao, sage ich mal so in Anführungsstrichen, plus Zeitung lesen. Und jedes Mal steht da irgendwas drin über Elektroautos und wie die angeblich funktionieren. Und da habe ich mir einfach gedacht, da muss man eine Lösung finden, ein Auto zu bauen, ohne dass ich von der Batterien abhängig bin. Ja, was für Lösungsvorschläge haben Sie denn, um das Problem Elektroauto zu verbessern? Ja, da war ja der Punkt. Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie kommt man von dieses Problem Batterie wieder weg? Weil machen wir uns doch nichts vor. Wenn ich ein Elektroauto habe, muss ich an der Tankstelle, egal wo. Mhm. Sei es zu Hause oder sei es irgendwo Tankstellen, die es vielleicht schon gibt. Mhm. Problem ist andersrum, wenn ich eine längere Strecke fahren will, habe ich das nächste Problem. Mhm. Was heißt längere Strecke? Ja, wo tanke ich? Mhm. Ja, also man muss da rein theoretisch schon lange planen, wo fahre ich lang, wo kann ich mein Auto auftanken. Gut, wenn Sie jetzt zu Verwandten fahren, ist das sicherlich kein Problem, aber wenn Sie nicht zu Verwandten fahren, haben Sie ein Problem. Mhm. Also habe ich mir überlegt, wie kommt man das Problem mit der Batterie lösen? Mhm. Wo liegt jetzt Ihr Ansatz? Da habe ich einfach gedacht, ich war früher Lüftungsmonteur gewesen und was habe ich denn für Strom auf der Baustelle? Da habe ich auch Notstromaggregat und dann bin ich auf die Idee gekommen, ein Notstromaggregat zu verwenden. Mhm. Können Sie uns die Funktion des Notstromaggregats mal ein bisschen genauer erklären, hier in diesem Elektroauto? Ja, das geht einfach darum, das Notstromaggregat, was hier drin ist, das versorgt quasi letztendlich das Auto mit Elektrik, also mit Strom. Mhm. Deswegen ist auch der kleine Trafo da, oder klein ist relativ, als Prototyp ist er klein für mich. Ja. Er ist da jedenfalls drin, der den Strom quasi, der aus dem Notstromaggregat kommt, umwandelt, um das Elektroauto anzutreiben. Also es ist und bleibt trotzdem ein Elektroauto, auch wenn ich leider ein bisschen Benzin verbrauchen muss, um den Wagen anzutreiben. Aber der Wagen braucht auch einen Verbrennungsmotor? Ja, damit treibe ich dann quasi das Notstromaggregat unten drin mit an. Das heißt, ich weiß nicht, was der dann verbrauchen dürfte, 2-3 Liter als Beispiel. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, ich habe die großen Batterien nicht mehr, ich habe keine Müllentsorgung, weil ich weiß nicht, ob die Leute sich auch darüber Gedanken machen, wie lange halten die Batterien, wie sieht das im Winter aus. Jeder weiß, alleine schon jeder, der ein Handy hat, dass seine Batterie im Winter nur noch die Hälfte der Leistung hat. Und darüber wird, glaube ich, nicht nachgedacht. Oder es wird nicht gesagt. Und dann haben das andere Problem ja noch, wo entsorge ich die? Mhm. Und in dem Wagen sind keine Batterien mehr. Mhm. Außer diese normale 12-Volt-Batterie, die Licht und andere Technik versorgt. Das war's. Aber der Antrieb selber wird durch den Notstromaggregat betrieben. Mhm. Bei dieser Variante können Sie komplett auf die Batterie verzichten. Richtig, die brauche ich nicht mehr. Mhm. Da war ja der Punkt, wie kann ich das Auto zum Laufen bringen ohne Batterie? Mhm. Und da kam mir die Lösung mit dem Notstromaggregat. Mhm. Und dann habe ich getüftelt. Ne? Mhm. Und vom Platzbedarf, kann man das vergleichen mit vorherigen Elektroautos? Der hatte ja vorher hier eine dicke Batterie drin gehabt und vorne eine dicke Batterie. Mhm. Also Gesamtgewicht, glaube ich, fast 300 Kilo. Ich sage das mal in Anführungsstrichen, weil es ist nicht genau. Mhm. Hatte ursprünglich eine Reichweite von 80 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 95. Das ist nicht viel. Ich weiß, heute sind die Autos natürlich schon wesentlich besser. Logischerweise, das Auto ist, man darf nicht vergessen, das ist schon über 10 Jahre alt. Ja, okay. Ja, das darf man nicht vergessen. Bei mir ist es dann halt so, ich habe konstant 55% Energie, laut der Uhr da im Cockpit, und kann fahren, bis der Tank leer ist. Mhm. Also, und die Batterien sind natürlich weg. Da ist ja keine große Batterie, nichts mehr drin. Das heißt also, ich habe auch in dem Moment wieder Gewichtersparnis. Mhm. Es ging ja nur darum zu wissen, läuft das Auto ja oder nein. Also ob der Antrieb über das Notstromaggregat funktioniert, ja oder nein. Ganz genau. Wir waren bei Citroën in Lohne gewesen, ursprünglich mit dem Wagen. Erst auf dem Trailer, weil das nicht funktionierte. Das lag aber nicht daran, dass mein System nicht funktionierte, sondern das lag daran, wir haben das Auto ja kaputt gekauft. Ah. Und der Computer, der vorne drin saß, der war kaputt. Achso, also hatte das überhaupt nichts mit der Elektrotechnik zu tun? Nein, nichts mit meiner also quasi. Und dann mussten wir extra nach Köln und dann mit Biegen und Brechen dann das Teil tauschen. Und dann haben wir es reingesteckt und der lief. Ne?
Und dann sind wir wieder nach Zitrönen gefahren und Zitrönen sagte nur, beim ersten Mal sagten die, also wenn das Auto läuft, garantieren die jetzt schon, dass dieses System in jeden Elektrowagen reinkommt, weil das ist einfach simpel, ne? Das ist nichts, das ist wenig Technik. Ja, bei Ihrer Variante brauchen wir ja jetzt rein theoretisch keine Tankstellen mit Steckdosen oder eine Steckdose zu Hause. Nee, die können Sie sich auf Deutsch gesagt abschminken, sag ich mal so, hart gesagt. Hier habe ich ja jetzt quasi das Notstromaggregat drin, der ja quasi meine Energie erzeugt oder liefert, der angeschlossen ist also quasi an einen kleinen Verbrennungsmotor. In dem Fall ist es ein Zweizylinder, der mit bisschen Benzin versorgt wird. Mhm. Das heißt, den Strom, den ich aus dem Notstromaggregat dann raushole, den speise ich dann ja in diesen Trafo rein, wo die alle gesagt haben, das ist unmöglich, technisch unmöglich, würde nicht funktionieren. Und der wandelt den Strom dann quasi um und gibt den dann nach vorne zum Elektromotor. Ne? Mhm. Vielleicht noch mal kurz, wie lange hat es gedauert, die Idee zu entwickeln und auch auszuführen? Die Entwicklung, die hat gar nicht lange gedauert. Das hat ein paar Tage gedauert, sich das im Kopf zu überlegen. Also ich denke viel nach über solche Sachen. Das in der Praxis umzusetzen, die Entwicklung hat also über 4 Wochen gedauert von den Trafo, weil das ist ein Sondermodell. Und das Einbauen der ganzen Geschichte, keine 24 Stunden. Das geht relativ zügig. Und vor allen Dingen, das ist simpel. Ne? Keine absurde Technik drin. Sie sprechen hier vom Prototyp. Natürlich kann das ein oder andere, der Trafo oder der Tank oder der Wechselstromrichter oder der Trafo. Nee. Für mich ist es ein Trafo. Der Trafo, der kann sicherlich noch verfeinert werden. Dafür sind sicherlich noch die richtigen Ansprechpartner erforderlich. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie ich ja gefragt habe, alleine wegen dem Generator und wegen dem Trafo, man hatte natürlich vom Werk aus gefragt, was ich damit vorhabe. Dann habe ich gesagt, ich will ein Elektroauto antreiben. Da haben die mich alle ausgelacht. Ach so, weil das nicht die normale Frage ist. Nein, das geht nicht, haben die gesagt, das ist unmöglich. Und dann habe ich also mit denen lange rumdiskutiert, dann habe ich gesagt, wäre mir egal, ob das unmöglich oder nicht. Ich möchte einfach einen Trafo haben nach meinen Vorstellungen, habe mir genau die Daten gegeben, was der muss, was er kann. Mhm. Und dann haben die dann für diese Entwicklung halt fast 4 Wochen gebraucht oder knapp über 4 Wochen. Wie er dann gekommen ist, habe ich den sofort eingebaut. Und das war's. Und losgefahren. Mhm. Das ist ja jetzt wirklich nur ein Prototyp, nur um den Leuten zu zeigen, hier geht nicht, gibt's nicht. Ne? Also es gibt noch andere Möglichkeiten, Elektroautos zu betreiben. Und mit Sicherheit. Ja. Und auch simpel, ne? Gar keine Frage. Die ganze Technik muss raus. Ja. Weil ich weiß nicht, ob den Leuten das gut tut, sagen wir mal als Beispiel, 40.000 Euro für so ein kleines Auto auszugeben, wo die nur 200 oder 300 Kilometer weit mitkommen. Ne? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ne? Was haben wir jetzt hier in dem Fall für eine Reichweite? Bis der Tank leer ist. Vielleicht mal so ein paar Eckzahlen? Also Beispiel, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Liter auf 100 Kilometer. Das geht ja nicht nach 100 Kilometer, bei denen geht es ja nach Laufzeit der Stunden. Also ein Generator geht ja nach Stundenlaufzeit, nicht nach Kilometer. Also das heißt, wenn ich kontinuierlich fahre, kann ich also ohne weiteres mit der Tankfüllung, der 15-Liter-Tank, ich weiß nicht, 500, 600 Kilometer kommen, schätze ich mal. Ich kann es nicht genau sagen, wir haben es nicht ausprobiert, ne? Müsste man testen. Ne? Mhm. Aber den kann man natürlich verfeinern, gar keine Frage. Ne? Was brauchen wir jetzt, um dieses Elektroauto serienmäßig zu produzieren? Ja, erstmal denke ich an einen Investor, der damit einsteigt, weil mein Budget war natürlich relativ gering. Dann logischerweise vernünftige Firmen, die auch viel besser und kleiner alles kompakter bauen können, wo ich ja die Möglichkeit einfach nicht habe. Mhm. Und ich denke mal, zur Serienreife alleine schaffe ich es nicht. Mhm. Ohne Hilfe geht das einfach nicht. Ne? Ja, Herr Hapenau, haben Sie diese Idee denn auch schon patentieren lassen? Ja, bevor ich damit angefangen habe, habe ich die patentieren lassen. Ich sagte ja schon, ich lasse mir das erst im Kopf durchgehen, habe da Zeichnungen gemacht. Die habe ich zum Patentamt hingeschickt, obwohl man mir sagte, man sollte das erst bauen. Aber ich habe gesagt, nee, man weiß ja, wie das ist, wenn man es gebaut hat, dann kommt das an der Öffentlichkeit. Mhm. Und absichern ist das A und O. Keine Frage. Herr Hapenau, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Spaß bei weiterer Tüftelei und ich hoffe, dass Sie auch Partner finden, die Sie dabei unterstützen, eine so tolle, neue, innovative Idee auf den Markt zu bringen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich muss danken.
Querfeld Einrennen am Lohner Grevingsberg, Sonntag, den 17. November. Beim Heimrennen gegen 13 Uhr, das letzte Rennen an diesem Tag, gingen die Crosser auf dem großen Schotterparkplatz am Grevingsberg an den Start. Die Elitemannschaft fuhr ein spannendes Rennen, einen Rundkurs über feste Straßen und durch Waldgebiete. Thomas Hannöfer war das gerade. Angezogenes Fahrerfeld der Eliteklasse. 10 Runden sind aufgelegt hier am Grevingsberg. Hannover, du gibst die Umschläge.
und Veranstalter der RSG Lohne Fechter. Jakob, guck doch mal zu mir bitte. Einmal nur. Das ist eine Strecke, die den Hannovers ganz gut liegt. Ich sag mal, ihr habt eine lange Tradition hier. Dein Bruder hat, ich weiß nicht, 10, 12 Mal gewonnen, du 2, 3 Mal. Ja, ich glaube, außerhalb des Weser-Ems Cup also, habe ich, glaube ich, noch einige Male mehr gewonnen. Von daher, ja, also man hat hier auf jeden Fall Heimvorteile und kennt hier fast jede Wurzel. Die Strecke hat sich jetzt ein bisschen verändert, die gerade Startbereich bzw. der Schulterbereich ist dazugekommen. Johannes ist leider gestürzt. Wie siehst du so diesen zusätzlichen Streckenteil? Er ist auf jeden Fall interessant, er ist technisch sehr anspruchsvoll. Zumal wenn man dort im roten Bereich fahren muss, dann wird es halt gefährlich, das Vorderrad rutscht weg und dann kann halt was mal passieren, wie beim Johannes, toi toi toi, passiert nichts mehr, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein interessantes Stück dazu gekommen. Das ist jetzt auch was ganz Besonderes, oder? Dankeschön, Tim. Dankeschön. Wer soll noch mal nach dem Übergehen? Und Platz 1, Yannick Rudock, Rostock-Nasser von Stevens Racing Team. Ja, gratulieren. Ja, so werden wir von Jan über alles vom Selberfahren bis zur Siegerehrung.